Yakinator präsentiert ein Preview von Fallout 2. Jawohl, liebe Leute, es ist soweit. Wir sehen hier das Intro eines wunderbaren Rollenspiels von 1998. Und das Intro breche ich jetzt gleich mal ab, denn dies soll nur ein Preview sein. Wir gucken nochmal schnell in die Optionen rein, ob hier alles in Ordnung ist, ob das mit dem Audiovolumen alles so hinhaut. Ja, sieht gut aus. Hat auch alles schön gespeichert, was ich hier eingestellt habe. So, und um euch Fallout 2 ein bisschen vorzustellen, habe ich mal einen kleinen Spielstand geladen. Jupp. Genau. Und schwupps, da sind wir schon im Spielgeschehen drin. Wir haben es uns hier in einem kleinen Tempel gemütlich gemacht, in einem der Anfangslevels von Fallout 2. Und ja, hier laufen wir jetzt ein bisschen rum. Ich zeige euch ein paar Sachen. Und erkläre nebenbei, ja, denn ihr wollt sicherlich einige Fragen beantwortet haben. Unter anderem, was ist Fallout 2? Warum werde ich Fallout 2 Let's Playen? Ja, und diverse andere Dinge noch. Wie habe ich es geschafft, Fallout 2 aufzunehmen? Ja, diese Frage hört sich ziemlich simpel an, war aber gar nicht so einfach zu lösen. Ja, also wie gesagt, was ist Fallout 2? Fallout 2 ist ein Rollenspiel, das in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt ist, endzeitmäßig. Es ist eine Mischung aus Echtzeitspiel und Rundenstrategie. Das heißt, wenn wir hier nicht kämpfen, dann laufen wir hier ganz gemütlich durch die Gegend. In Echtzeit. Und wenn wir dann auf einige Gegner treffen, dann sieht es so aus, dass wir gezwungen sind, praktisch in einen Rundenmodus umzuwechseln. Deswegen haben wir hier zum Beispiel unten auf dem Boden auch diesen komischen Cursor. Der Boden ist das Spielfeld. Die Spielwelt ist nämlich in Hexfelder aufgeteilt. Wie in guten alten Rundenstrategiezeiten à la Panzergeneral. Ja, und ich bewege mich mal hier ein bisschen weiter. Wir wenden mal unsere Lockpick-Fähigkeit an, um diese Tür hier aufzukriegen. Ah. Wir wenden unsere Lockpick-Fähigkeiten an, um diese Tür aufzukriegen. Hallo. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir öffnen mal die Tür. Ja, also Fallout 2 ist auch ein sehr altes Rollenspiel, wie man übrigens schon an der leicht angestaubten Grafik sieht. Es ist halt nicht zu vergleichen mit seinem Nachfolger Fallout 3. Dass er an wunderschönstem 3D gehalten ist. Nein, nein, hier ist alles noch richtig schön pixelig. Wir laufen in der wunderbaren Auflösung von 640x480 Pixeln herum. Und werden auch in dieser Auflösung die ganze Zeit bleiben, Gegner schnetzeln, Quests erledigen und der großen, großen Hauptgeschichte folgen. Ui, und jetzt werden wir angegriffen und wir wechseln in den Rundenmodus. Hier sehen wir schon mal unsere Aktionspunkte, unsere Bewegungspunkte. Jede Aktion, die wir machen, verbraucht natürlich so eine gewisse Anzahl an Aktionspunkten. Und jetzt hauen wir mal mit dem Speer zu. Ha! Tschupp! Und so ein Speerstoß kostet auch schon mal 4 Aktionspunkte. Ganz schön viel. Aber wir schaffen das hier trotzdem. Ja, also Fallout 2 ist 1998 erschienen, im September. Lustigerweise ungefähr zur gleichen Zeit, als auch der Urahn aller modernen Shooter erschienen ist. Nämlich Half-Life. Ja, 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 ja. Mag man gar nicht glauben. Rein grafisch sieht das hier doch ein paar Jahre älter aus. Aber es hat eins gemeinsam, Fallout 2 mit Half-Life. Sind beides absolute Lieblingsspiele von mir. Fallout 2 und Half-Life rangieren halt wirklich so in den Top 5 meiner ewigen Spielebestenliste. Ich habe so viele Spiele, die ich mag, dass diese Bestenliste auf jeden Fall richtig, richtig dolle lang ist. Und sich einen Platz da ganz oben auf der Bestenliste zu verdienen, ist halt auch richtig schwierig für so ein Spiel. So. Ja, und ich habe dieses Spiel halt geliebt. Ich habe es durchgespielt, etliche Male, bestimmt 10 Mal oder so, keine Ahnung. Auf alle verschiedenen Arten und Weisen und mit allen verschiedenen Charakteren und Ansätzen. Und das will ich jetzt nochmal für euch machen. Und zwar richtig schön ausführlich. Wir werden hier durch die Gegend stratzen, versuchen alle Quests zu lösen, uns hier wirklich schön von Anfang an alles zu erarbeiten, uns Waffen zu holen, Rüstungen. Wir werden mit der Zeit immer, immer besser, bis wir dann irgendwann auf Level 99 sein werden.
Das ist nämlich das Maximallevel in Fallout 2. Auch ein kleiner Unterschied zum Nachfolger Fallout 3. Da ist ja das Maximallevel im Hauptprogramm bei 20 und da ist man auch ziemlich schnell dabei. Hier kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen und es ist auch wirklich relativ unmöglich, auf legalem Wege, denke ich mal, bis Level 99 zu kommen. Denn da spielt man sich dann wirklich schon tot. Da müsste man dann schon monatelang an Fallout 2 sitzen. Deswegen keine Sorge, wir werden das Maximallevel wahrscheinlich nie erreichen. Dafür ist dann das Spiel einfach zu kurz und die Inhalte sind dann zu schnell abgehandelt. Oh, und dieser blöde Skorpion, der übrigens ganz schön groß und mutiert und radioaktiv aussieht, der nervt uns gewaltig. Hier gibt es nämlich auch Skorpione und Ameisen, habt ihr ja auch schon gesehen. Hier, eine Riesenameise. Das Ganze spielt nämlich in einer atomar verstrahlten Welt. In Nordamerika des 22. Jahrhunderts, soweit ich weiß. So in der Nähe von San Francisco und Umgebung. Ja, und da werden wir uns dann gleich reinwagen. Wir sind jetzt hier noch relativ am Anfang. Wir sind noch gar nicht im freien Spiel. Das ist hier eher so der Tutorial-Level, wo wir uns gerade so ein bisschen durchwürgen. Das ist auch übrigens eins der größten Probleme von Fallout 2. Immer wenn man das Spiel anfangen möchte, muss man erst durch diesen leicht nervigen Tempel der Prüfungen durchgehen. Und die ganzen Prüfungen überstehen. Wenn man will, kann man natürlich da durchraschen und ist innerhalb von 2 Minuten draußen. Wenn man das ein bisschen sorgfältiger angeht, kriegt man hier ein paar leckere Items und hat schon zu Spielbeginn eine relativ gute Ausrüstung. Ja. So. Und dann hatte ich ja noch erwähnt, dass ich leichte Probleme hatte, Fallout 2 so ein bisschen richtig aufzunehmen. Ich habe es mich am Anfang wirklich mit Fraps einfach so probiert und da habe ich festgestellt, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Fraps ruckelt sich ja hier einen ab. Das ist ja wirklich unglaublich. Auf meinem High-End-Rechner ist Fallout 2 beim Aufnehmen dann mit ungefähr einem bis einem halben Frame pro Sekunde gelaufen. Und so hat das Ganze irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Es hat ein bisschen geruckelt praktisch. Ja, und dann habe ich mir gedacht, das müssen wir noch ein bisschen verbessern, wenn wir das Let's Playen wollen. Da müssen wir ordentlich in die Trickkiste greifen. Und ich habe tagelang immer so ein paar Stündchen vom Rechner gesessen, mir Aufnahmeprogramme noch und nöcher angeguckt und irgendwelche Möglichkeiten ausgetestet, wie denn dieses Spiel jetzt zum Aufnehmen zu bringen ist. Und es hat alles nichts genutzt. Immer war irgendwas nicht in Ordnung hier. Entweder die Auflösung hat nicht gestimmt, oder das Bild an sich hat nicht gestimmt, oder es gab Probleme mit dem Sound, oder. Ja, und dann habe ich mir gedacht, oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und in letzter Verzweiflung habe ich mir dann alle Patches raufgeknallt, die es hier für Fallout 2 gibt, inklusive ein paar Mods, zum Beispiel das Restoration Project, was ein ziemlich umfangreicher Mod ist und das Spiel übrigens meiner Meinung nach wirklich noch abrundet und perfektioniert. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, beim Rumprobieren wieder mit Fraps, dass es dann doch ging. Juhu, und jetzt sind wir hier. In glasklarer Bildqualität. Man sieht jeden einzelnen Pixel, hoffe ich doch mal auf YouTube dann. Also hier bei mir auf dem Rechner sieht es auf jeden Fall schon mal sehr schnieke aus. Mit der 480p Auflösung. Das ist gar kein Problem. Ja, und deswegen freue ich mich auch so, dass wir es endlich anfangen können hier. Und deswegen habe ich auch jetzt extra ein Preview gemacht, um das mal gleich ein bisschen auszutesten. Dass wir mal gucken, ob das jetzt auch wirklich alles so schnieke funktioniert. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht in diese Grube reinfallen. Das wäre tragisch. Ah, eine wunderschöne Wasseranimation. Ja, so waren es die alten Zeiten. Nichts mit 3D und so. Das waren alles noch wunderbare Bitmaps. Ups, jetzt haben wir hier eine kleine Falle ausgelöst, wie man an diesem Geräusch gehört hat. Und was haben wir denn da? Einen geschärften Stock. Na toll. Damit können wir leider nicht so viel anfangen. Aber ist ja wie gesagt nur das Preview. Nachher, wenn wir das richtig Let's Playen, dann zeige ich euch natürlich auch das Intro. Und dann gehen wir hier alles ganz sorgfältig ab. Und gucken uns alles ganz genau an. Und lesen alle Texte durch. Und unterhalten uns mit jedem, der uns in die Quere kommt. Ja, und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Wie ihr vielleicht seht, hier unten in der Statusleiste, spielen wir dieses Spiel auf Englisch durch. Ja, da weiche ich keinen Zentimeter von meinem bisherigen Vorgehen ab. Ich spiele nämlich gerne in der Originalversion, so wie sie gedacht waren. Nicht in irgendeiner komischen Übersetzung. Und bei Fallout 2 ist das auch der Fall. Da gibt es zwar auch ein paar Übersetzungen und ein paar Übersetzungspatches, aber ich finde es halt immer angenehmer, das in der Originalversion zu spielen und dann so ein bisschen frei zu übersetzen ins Deutsche. Das macht auch mehr Spaß, das bringt mehr Spontanität, mehr lustige Gelegenheiten und lustige Situationen, die sich dann daraus ergeben, dass man vielleicht mal das ein oder andere falsch übersetzt. Ich finde es auch nämlich ein bisschen langweilig, wenn man jetzt
das auf Deutsch spielen würde, dann würde man wahrscheinlich die ganzen Texte einfach vorlesen, die deutschen. Und das wäre für euch langweilig und das wäre für mich langweilig. Also immer, wenn ich da Let's Plays sehe, die wirklich sehr textlastig sind und dann wird dann so ewig lang alles vorgelesen, seitenweise, da kommt mir dann schon beim Drandenken das Gähnen hoch, ja, ja. Und auch so eine, ja, man könnte das Deutsche dann natürlich auch zusammenfassen, aber da finde ich, bleibt man auch immer ziemlich nah an der, am Original dran. Aus dem Englischen ins Deutsche ist es hingegen dann so ein bisschen freier und improvisierter und das mag ich einfach und deswegen spielen wir das so. Ja, und da gibt es auch keine Diskussion mit mir. Das ist so mein Ding und das ziehe ich einfach mal durch. Ja, ihr kennt es ja von Mountain Blade und Pirates. Da kalaure ich mich ja auch so ein bisschen hier durch die Gegend und versuche das Beste draus zu machen. Aber vom Prinzip nach den ersten paar Folgen sollte man schon wissen, wo hier der Hase langläuft. Also alles gar kein Problem. Ja, ich werde dieses Spiel übrigens auch auf normale Art und Weise durchspielen, denn es gibt ja mehrere Arten, dieses Spiel durchzuspielen. Man hat zum Beispiel am Anfang schon Möglichkeiten, wirklich ganz am Anfang des Spiels, sich wirklich mächtige Rüstungen und Waffen zu holen. Wirklich auf legalem Wege, ohne zu cheaten, aber da muss man halt wissen, wo die sind und da muss man dann hinlaufen und das zerstört allerdings die ganze Spielbalance. Wenn wir schon am Anfang so ein richtiger Superkrieger sind, dann laufen wir da nur noch durch und klatschen die Leute rechts und links da in den Sand. Und das möchte ich aber nicht. Ich möchte ja auch ein wunderschönes Spielerlebnis hier transportieren, für die, die es wahrscheinlich noch nicht kennen. Und ich denke, es werden immer mehr Leute, die Fallout 2 noch nie gesehen oder noch nie gespielt haben, da es ja nun schon ein paar Jährchen her ist, seitdem dieses Spiel erschienen ist. Ich kann mich natürlich, denke ich mal, berufen auf Fallout 3. Das dürfte bekannt genug sein, dass es jeder mal, fast jeder mal gespielt oder gesehen hat. Da hangeln wir uns da so ein bisschen lang. Ein großer Unterschied ist natürlich auch hier dieses wunderbare Charaktersystem. Das war nicht das Charaktersystem, das ist das Inventar, wo wir dann noch ganz viele Rüstungen und Waffen reinpacken, von denen es hier eine Menge gibt und anderes Zeugs. Und hier übrigens dieser wunderschöne Plastiksprengstoff, den probieren wir nachher auch gleich mal aus. Aber das Charaktersystem wollte ich euch mal zeigen. Ja, und einiges dürfte euch bekannt vorkommen. Also, fühlt euch angesprochen, die ihr schon Fallout 3 gespielt habt und Fallout New Vegas. Hier haben wir zum Beispiel unser tolles Special-System mit genau den gleichen Werten. Also mit genau den gleichen Kategorien, Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück. Dann haben wir hier noch unsere Perks und unsere Skills. Das ist alles ein kleines bisschen anders aufgebaut als bei Fallout 3 und hat auch ein klein bisschen andere Auswirkungen auf das Spiel. Das heißt, die Leute, die hier zum Beispiel die Intelligenz runtersetzen und das Charisma ganz nach oben und die sich denken, ach, Beweglichkeit ist ja auch nicht so wichtig, sag ich mal, ist ja alles so 3D-Shooter-mäßig, die werden hier richtig auf die Nase fallen. Wer zum Beispiel die Intelligenz auf kleiner als 3 setzt, der rennt dann im Endeffekt nur noch mit so einem sabbernden Dummbolzen durch die Gegend. Diese Art Fallout zu spielen nennt man dann meistens Retard Run. Ja, und da kann man dann, das ist dann wirklich schwierig, irgendwie das Spiel auch durchzuspielen und zu beenden, weil die Leute nehmen einen nicht für voll, die NPCs. Man läuft da lang, will irgendwas von denen und erstmal merkt man, ah, man kann ja gar nicht richtig reden, das ist ja doof. Und die Leute bieten einem keine Quests an, weil sie einen einfach für bescheuert halten. Also sie verspotten einen und deswegen geht einem auch der Großteil des Spiels verloren. Das heißt, viele der Quests können wir gar nicht machen, eigentlich wirklich nur die Hauptquest-Reihe. Ist zwar ganz lustig so auf die Kürze so, aber nee, ich hab's mal gemacht und auf die Dauer macht es dann doch keinen Spaß. Und gerade zum Zugucken ist es dann, glaube ich, am Anfang sehr lustig, aber im Ende dann doch eher sehr langweilig. Ja, und deswegen werden wir hier mit einem normal begabten Charakter dann durchstarten. Das ist jetzt übrigens ein Vorgefertigter, der heißt auch gar nicht Akinator, der heißt Narg und hat halt super Stärke und Ausdauer. Das ist halt eher so der Kämpfertyp und hat hier auch wirklich, ja, seine Tag-Skills auf Nahkampfwaffen werfen und kleine Waffen. Das werden wir alles noch ein bisschen abändern. Auch unsere Perks werden nicht so bleiben. Da müssen wir dann noch unseren eigenen Charakter mit ganz viel Liebe erstellen. Ja. So, und dann das nächste Thema ist natürlich dann auch sehr wichtig. Jetzt geht es nämlich um euch, liebe Leute, die ihr mich abonniert habt, die ihr meine Videos guckt. Und
deretwegen ich hier diese ganzen Videos mache. Ja, wenn wir nämlich Fallout 2 jetzt anfangen zu Let's Playen demnächst, dann hätte ich jetzt auf einmal 3 parallel laufende LPs und das wäre mir ehrlich gesagt ein kleines bisschen zu viel, wenn wir da jeden Tag 3 Folgen raushauen von 3 verschiedenen Spielen. Wird das mir zu viel und wahrscheinlich euch auch. Also, weil ich habe mal gemerkt, so also 1 bis 2 Folgen pro Tag reichen völlig aus. Sonst kommen die meisten Leute gar nicht mehr mit dem Gucken hinterher. Und deswegen stelle ich euch jetzt vor eine Entscheidung, liebe Leute, die ihr dieses Video seht. Und bitte euch natürlich auch in den Kommentaren irgendwie eure Meinung dazu zu sagen. Jetzt müsst ihr ganz genau zuhören. Ich habe jetzt 2 Varianten für euch. Variante 1. Wir werden Fallout 2 am Anfang so ein bisschen zurückschrauben. Vielleicht alle 3, 4 Tage mal so eine kleine Folge. Erstmal nicht so viel. Die Folgen können dann auch meinetwegen ein kleines bisschen länger sein. Wir können jetzt mit Fraps auch mehr aufnehmen. Also die Sessions können länger dauern, da die Auflösung ja nicht so hoch ist. Die technischen Ansprüche hier von Fallout 2 sind nicht so riesig. Und dann machen wir einfach Mount & Blade und Pirates so weiter wie gehabt. Eine Folge pro Tag, denke ich mal so im Schnitt. Und alle sind glücklich und zufrieden. Oder Variante 2, und darauf hätte ich auch Bock, also da hätte ich gar kein Problem mit, ist, dass wir jetzt erstmal Fallout 2 wirklich auch jeden Tag irgendwie eine Folge raushauen. Und Pirates dafür ein bisschen zurückfahren erstmal. Denn bei Pirates habe ich den Eindruck, ja, ist jetzt wirklich nicht so, also gucken jetzt nicht so viele Leute. Und ist ja auch etwas das unkomplexere Spiel, ist ja so ein kleines Actionspiel eher. Und dass wir da vielleicht so, ja, alle 3, 4 Tage so dann eine Folge machen. Und dafür dann, wie gesagt, Fallout 2 wirklich in absoluter Konsequenz neben Mount & Blade raushauen. Und Mount & Blade werde ich auch nicht antasten. Das ist ja mein erstes Let's Play. Das ist praktisch so mein kleiner Edelstein, den ich hüte und behüte und den ich immer sauber putze. Und deswegen, also an Mount & Blade, da wird nichts herumgefrickelt. Dann machen wir so weiter wie bisher. Ja, und ja, wie gesagt, also liebe Abonnenten, abonniert natürlich schön weiter. Ne, also die Abonnenten sind, können natürlich nicht mich nochmal abonnieren. Aber liebe Leute, bewertet das alles hier, meine Videos immer schön. Und wie gesagt, gebt mir auf jeden Fall auch Antwort hier auf meine Frage. Entscheidet euch. Da möchte ich euch mal ein bisschen einbeziehen. Und im gleichen Atemzug möchte ich mich auch natürlich nochmal ganz doll bedanken bei den Leuten, die meine Videos gucken, die mich abonniert haben. Es werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Mhm. So langsam, ja doch. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl und da fühlt man sich auch gleich viel motivierter, wieder ganz viele Spiele hier zu Let's Playen und auch wirklich konsequent dran zu arbeiten. Nicht, dass dann irgendwie mal ein Monat Pause ist. Auf einmal ohne Ankündigung oder so, dass ich dann keinen Bock mehr habe. Nee, nee, also bisher ist mir das nicht vorgekommen. Bisher geht es hier immer fröhlich weiter. Dank euch, muss ich sagen. Ja, so. Und dann wären wir jetzt eigentlich auch schon praktisch durch hier mit unserem kleinen Preview. Wir werden uns demnächst, also dann bald ins Ödland begeben. Das zeige ich euch jetzt auch hier noch nicht. Nee, nee. Da müsst ihr dann schon auf die endgültige Let's Play-Version warten, die aber auch bald, denke ich mal, erscheinen wird hier auf euren Rechnern. Im allseits beliebten YouTube. Yeah! So, und ich hatte euch ja gesagt, wir werden noch was mit dem Plastiksprengstoff anfangen. Und ich habe da mal was vorbereitet. Zum Abschluss nochmal ein kleines Beispiel. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ein kleines Beispiel dafür, dass auch in Fallout natürlich Mord und Totschlag an der Tagesordnung sind. Und dass ich dieses LP auch eher Leuten, sage ich mal, über 12 Jahren empfehle, da die einige Gewaltanimationen ja, doch schon relativ starker Tobak sind. Da fliegen dann auch schon mal Köpfchen rum oder werden Körper aufgesplattert und so. Also damals, 98, kann ich mich, glaube ich, daran erinnern, war das schon ziemlich, gab es eine ziemliche Kontroverse darüber. Die deutsche Version kam auch geschnitten raus. Es gibt natürlich Blood Patches und sowas dafür. Die deutsche Version kam allerdings geschnitten raus und da ist dann doch viel von diesem Spielgefühl auch verloren gegangen. Was nicht verloren gegangen ist, ist natürlich die Farbpalette. Fallout 2, das braunste Spiel aller Zeiten. So, und Yakinator verabschiedet sich jetzt hier mit einer wunderbaren, hoffentlich kleinen Explosion. Juhu! Wir haben leider vergessen, den Plastiksprengstoff irgendwo anders hinzulegen und sind jetzt tot. Ja, und damit möchte ich mich jetzt auch erstmal wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr schaltet auch weiterhin so toll ein, wie ihr es bisher gemacht habt. Wie gesagt,
immer schön Kommentare schreiben. Ich bin immer froh über Feedback. Kann auch ein bisschen Kritik sein, natürlich begründet und irgendwie so, dass sie mir weiterhilft. Ja, und dann verabschiede ich mich erstmal. Ich glaube, ich werde mich jetzt gleich mal in die erste Session Fallout 2 hineinstürzen. Das Ganze dann bearbeiten. So, und Anfang der nächsten Woche, eventuell auch am Sonntag dieser Woche schon, ist es dann soweit. Und es geht los mit Let's Play Fallout 2. Tschüss.